Weitere Länder sind den Sanktionen gegen Russland in der Aviation gefolgt. Die Delta Airlines hat auch Konsequenzen gezogen. British Airways hat einen Meltdown mit ihrer IT. Und dann müssen wir nochmal auf Marriott eingehen. Die sind natürlich nicht bei Bonvoy meine Freunde, meine präferierte Hotelkette mehr. Früher war es ja Starwood, seitdem die aufgekauft worden sind. Die werden noch schlechter. Ja, ganz genau. Die werden schlechter. Mein Name ist Lars Korsten und ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen, euch durch die schwierigen Zeiten zu navigieren, wenn es um die Punkte und den Status geht. Deshalb Glocke an, abonniert, das ist der Abonnierbefehl, damit ihr auch keine Folge mehr verpasst, damit ihr auch wisst, was ihr mit allen Merit-Meilen-Punkten machen könnt. Also, und ganz, ganz wichtig, kommentiert unten und lasst uns ein Like da. Das erste Thema, Hashtag Close the Sky. Polen, Tschechien, Bulgarien haben den Luftraum für die Aeroflot bzw. auch für alle anderen russischen Fluggesellschaften gesperrt. Damit wird es immer schwieriger für die russischen Fluggesellschaften Richtung Westeuropa zu kommen. Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hat wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine eine Sperre des polnischen Luftraums für russische Flugzeuge angekündigt. Tschechien will ebenfalls russische Fluggesellschaften aus ihrem Luftraum verbannen. Also insofern ist man da ganz knallhart. Der Nachrichtensender TVN24 hat gesagt, dass der Regierungssprecher Petro Müller sogar ab Mitternacht ein Gesetz machen will, damit das wirksam ist. Also insofern wird es für die Russen immer enger. Was auch problematisch ist, ist natürlich auch, die Engländer haben angefangen. Man hat ja auch die Effekte gesehen. British Airways darf nicht mehr über Russland fliegen. Nach Schätzung der Vereinten Nationen sind 100.000 Menschen auf der Flucht. Und das ist natürlich für die Russen ein Riesenproblem, da jetzt gesichtswahrend auch herauszukommen. Ich denke, dass da Aktionen nötig sind. Man muss das Ganze verdammen, weil ein Angriffskrieg nie einen Grund hat. Und egal, welchen Grund man da für sich raussucht, Angriffskriege sind, und das wissen wir ja als Deutsche, besonders blöd, dumm und verachtenswert. Ja, ich hatte gestern die Frage unten in den Shownotes, drunter in der Kommentarspalte, was das für SkyTeam bedeutet. Und zwar, ob das SkyTeam die Aeroflot ausstoßen wird, beziehungsweise die S7 sind ja auch bei der Oneworld, also inwieweit es da irgendwelche Seitwärtsbewegung von den Allianzen gibt. Und Delta hat als erstes reagiert und hat das Codeshare Agreement ganz knallhart, also mit sofortiger Wirkung, gesperrt. Und das heißt also, man hat einfach diese Codes auch von den Aeroflot Operated Flights, wie es so schön heißt, weggenommen. Aeroflot fliegt zum Beispiel mit Delta Flugnummer von Los Angeles und JFK nach Moskau. Und man möchte auch keine Flüge mehr Richtung Ukraine oder Russland machen. Ich weiß gar nicht, hatten die Flüge überhaupt in die Ukraine oder Russland? Ich glaube es eher nicht, aber egal. Man ist bei der SkyTeam und andere Mitglieder, die bei der SkyTeam sind, Czech Airlines, Garuda, Indonesia, Kenya Airways, KLM, Korean, Air France und so weiter, China Eastern sind einige, die wollen das dann vielleicht eventuell auch unterbinden. Und da muss man sich das Ganze nachgucken, also ob da jetzt andere Fluggesellschaften folgen, weil man ja die Lufträume gesperrt hat. Und man hat ja auch zum Beispiel von Fußballvereinen, man hört ja zum Beispiel, dass Schalke Gazprom nicht mehr macht, dann Manchester nicht mehr mit Aeroflot. Und damit ist das halt ein Riesenproblem für die Fluggesellschaften. Aber ich glaube, dass da noch nichts passieren wird, weil die SkyTeam hat zum Beispiel verlautbaren lassen, dass man die Situation sich ganz genau anguckt und guckt, wie sich das entwickelt. Und man hat natürlich auch zu seinen Partnern ja die Fühler ausgestreckt und fragt, inwieweit man da jetzt vorstellig werden soll. Glaubt ihr, dass das eine gute Idee ist oder wie soll das weitergehen? Wenn man sie weiter isoliert. Ist das etwas, was Sinn macht? Ist das etwas, was für euch zu blauäugig wird? Ich glaube, also es ist auch hier wieder sehr, sehr schwierig, dass man
da eine richtige Antwort findet. Ich bin froh, dass ich nicht in der Haut der Leute stecke, die da eine Antwort geben müssen. Eine andere Fluggesellschaft aus der One World, die British Airways, die ja, wie ich schon sagte, nicht mehr über Russland fliegen dürfen. Ich bin froh, dass sie überhaupt fliegen können. Warum? Weil die IT von denen jetzt das zweite Mal innerhalb von ein paar Wochen, und wir erinnern uns auch an 2017, da ist ja irgendwie das IT-System komplett zusammengebrochen, auch gehackt worden, behaupten sie jetzt, dass es nicht gehackt worden ist. Also man hat da ganz knallhart jetzt gesagt, ja, wir haben ein Problem, wir haben aber kein Problem, dass man da in irgendeiner Art und Weise einem Hackerangriff zum Opfer gefallen ist. Glaubt ihr das? Ist das ein Zusammenhang? Ich kann es ehrlicherweise nicht sagen. British Airways hat auf Twitter gesagt, investigating and working hard to resolve a technical issue. Also das heißt, dass man die ganze Sache evaluiert und man hart daran arbeitet, das technische Problem zu lösen. Und die Sprecherin hat auch noch sich entschuldigt. Also insofern schauen wir einfach mal, was da passiert. Und British Airways Webseite hat ja auch seit Donnerstag 5 Uhr irgendwelche Probleme, dass man da halt jetzt auch die Webseite komplett offline hat. 2017 hatte ich das schon erzählt, da gab es ja auch einen tagelangen Ausfall der IT. Und das war das Problem, dass ein Outsourced IT Contractor, wie das so schön heißt, also ein Dienstleister, einfach den falschen Stecker gezogen hat. Und das kann passieren, dass das Data Center, das gehört der Airline, die haben sich darum gekümmert, aber irgendwie war das ein Problem. Und dann haben sie auch noch ein Jahr später gesagt, dass Hacker 380.000 Passagierdaten gestohlen haben und man hat da auch eine harte Strafe für bezahlt. Ja, diese IT hat jetzt auch ein, oder dieser IT-Ausfall hat jetzt auch ein Nachspiel in der Form, dass man jetzt einfach die Kurzstreckenflüge in London eingestellt hat, weil man sie einfach gar nicht mehr boarden kann. Und man hat jetzt auch den Flughafen in Heathrow gebeten, dass man ihnen Security Officers bringt, also Sicherheitspersonal, dass man weiter in Terminal 5 reinkommt. Und das ist, finde ich, jetzt schon wieder spannend. Also man rechnet damit, dass es da zu Ausschreitungen kommt, weil man die Flüge nicht mehr macht. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Aber man sagt nochmal, es ist wirklich kein Hacker-Ding. Und man geht gerade zurück in die gute alte Zeit. Man boardet jetzt mit Papier. Und man hat jetzt einen arbeitsintensiven Vorgang wieder, dass man halt wirklich klassisch von früher mit Hand boarden muss. Ich kenne das auch aus einigen Zeiten, wo die IT ausgefallen ist, dass man da dann auf Papier zurückgegangen ist. Aber man hat jetzt halt, wie gesagt, das Problem, dass man nicht möchte, dass der Flughafen überfüllt wird. Und man arbeitet an dem Problem, dass man das gelöst bekommt. Also insofern, da hoffe ich, dass die British Airways in die IT etwas mal investiert, dass da natürlich das Problem irgendwann mal gelöst ist und dass da wirklich kein Hackerangriff ist. Schreibt doch einfach unten, ob ihr mit der British Airways fliegen wolltet, ob ihr auf der Seite schauen wolltet, ob ihr was buchen wolltet, ob ihr keinen Zugang bekommen habt, wie bei euch die Lage ist da draußen, was ihr von British Airways haltet in dem Thema. Ist das von denen professionell gelöst oder ist das etwas, wo ihr sagt, ja, Haus gemacht und zeigt dann auf die Lufthansa, sagt, verkauft eure IT nicht, das macht nur Probleme. Also insofern hoffen wir, dass das Problem bald gelöst ist. Eine Pressemitteilung der Marriott Bonvoy. Marriott Bonvoy, ihr wisst, ich bin bei denen Lifetime Titanium und trotz meines hohen Status, und ich musste halt für den Status nichts tun, und ich müsste ehrlicherweise gestehen, wenn ich für den Status bei Marriott was tun müsste, ich würde ihn auch nicht mehr mir erschlafen, hat Marriott jetzt dem Ganzen die Krone aufgesetzt und hat nochmal gezeigt, hast du ein Programm, was schlecht ist, machst du es noch schlechter und jetzt machst du es doch richtig schlechter. Man hat jetzt einfach ab 29. März eine Umstellung auf flexible Einlöseraten für Marriott Bonvoy Punkte und ersetzt die bisherigen Tarife für die Nebensaison, Standard- und Hauptsaison. Das heißt also, für die Mitglieder werden die Preise für die
flexible Punkte Einlösung schrittweise am 29. und 30. März 2022 in Kraft treten. Bis dahin hat halt das aktuelle System seine Gültigkeit. Man muss halt einfach gucken, dass man sich mehr an den Hotelpreisen orientiert, sagen sie. Aber damit ist es das nimmt ja den ganzen Spaß an der Sache weg, dass man da halt irgendwelche Speedspots findet. Und man hatte halt Nebensaison, Standard und Hauptsaison, das war schon auch irgendwie blöd, weil man da auch wieder so eine Bandbreite hat. Das ist das, wo übrigens Hyatt mit gerade anfängt. Marriott hört damit auf. Man sagt jetzt, man hat jetzt noch mehr Flexibilität beim Einlösen und die Mitglieder, die an einem Hort mit höherer Verfügbarkeit reisen möchten, können davon ausgehen, dass sie weniger Punkte benötigen. Wenn der Zielort zu den gewählten Zeiten stärker gebucht ist, kann die einzulösende Punktezahl höher sein. Ja, was ein Quatsch. Ja, also ich finde das Thema komplett Banane und man muss dann einfach gucken, was da passiert. Bei einer geringen Anzahl von Hotels werden die Grenzwerte bei der Punkteeinlösung höher liegen als die aktuellen. Dies entspricht etwa 200 Hotels und weniger als 3% des Portfolios. Und man kann innerhalb dieser Gruppe 40 Hotels während der Hauptsaison und Hauptreisesaison über die Grenzwerte der ehemaligen Kategorie 8 ansteigen. Dies deckt sich mit unserer jährlichen Bewertung der Einlöseraten. Und für diese 200 Unterkünfte erhöht sich, und das ist deren Aussage in dem Pressetext, die Preisspanne 5.000 bis 30.000 Punkte pro Nacht. Merkt ihr es noch? 5.000 bis 30.000 Punkte pro Nacht? Also unglaublich. Und man kann jetzt im Anhang natürlich gucken, welche Hotels das sind. Habe ich das jetzt mal gemacht? Ich kann das mal für euch tun. Ich ziehe mir mal kurz die Liste, was da für Hotels sind. Wenn man da einfach mal schaut, meistens ist Asien, Europa ist es das Courtyard Oxford City Center, das bis zu 5.000 Punkte zusätzlich kostet. Das ist ja jetzt nicht ganz so dramatisch, aber dann fängt das an mit 10.000 Punkte. Das ist in Europa das Egon Mykonos, ist ein Autograph Collection, Chateau de la Reine Member Design Hotel, Le Metropolitan Tribute Hotel in Paris, dann nochmal Marriott in Frankreich und das Riche Luxury Collection Hotel in Sesme. Also insofern, das werden europäische, dann wieder kommen viele amerikanische. Dann, wenn man nochmal auf 20.000 Punkte geht, dann kommt das Hotel in Corfu, dann kommt eins in Ascona, Costa Smeralda sind drei Stück, das ist Cala di Volpe, das Petrizzi, auch Luxury Collection, Romazzino sind alles drei Luxury Collection, dann Andalusa, das Marriott Playa, dann das Mystique auf Santorini, was ein sehr schönes Hotel übrigens ist, das Mykonos Santa Marina, Schloss Lisa ist auch ein Autograph Collection, Ritz-Carlton Hotel in Hotel de la Paz in Genf und natürlich das St. Regis Mar d'Aval Mallorca Resort und das W in Verbier. Dann geht es natürlich noch weiter, weil es gibt auch 30.000 Punkte zusätzlich. Da komme ich nochmal in Europa. Da ist dann das zum Beispiel, also in Paris natürlich, dann Bodrum Edition, ist auch ein schönes Hotel übrigens. Dann muss man da halt einfach gucken. Also ich finde es schwierig, dass man das Programm halt in irgendeiner Art und Weise da so weiter devaluiert, weil man sagt natürlich, dass sich nicht viel ändert. Aber was heißt das für 2023? Das heißt also, wird da noch mehr geändert werden? Also komplett Banane. Bei 8.000 Hotels, die haben, kann man das natürlich nachgucken, kann man Excel-Sheets machen, wir können das kontrollieren. Aber wie gesagt, man sieht halt, dass das Programm absolut in meinen Augen damit unattraktiver wird und vor allem auch, dass die Punkte ihren Wert verlieren. Deshalb seht einfach, dass Punkte in einem Konto keinen Wert haben. Was können wir tun? Entweder ihr könnt jetzt noch schnell buchen, das ist das eine, oder aber ihr versucht, die Punkte rüber zu pumpen in ein Programm von einer Fluggesellschaft. Da kann man halt zum Beispiel die Punkte umwandeln, dass man die Fluggesellschaften damit dann füttert, was natürlich auch ein Thema ist. Also es gibt zum Beispiel Aegean Airlines mit einem Faktor 3:1. Aeroflot geht auch mit 3:1. Air Canada, Air China und so weiter und so fort. British Airways auch 3:1. Das ist alles nicht mehr so, wie es früher einfach mal war. Lufthansa geht natürlich auch mit Faktor 3:1. Nur um ein paar zu nennen. Trifft euch das Problem mit den Marriott Hotels? Sagt ihr jetzt einfach, boah, das ist scheiße? Oder seid ihr Hardcore-Jünger bei Marriott Bonvoy und sagt, hey, ich will bei Marriott Bonvoy weiter übernachten, das ist eine coole Geschichte? Lasst mich das gerne wissen, was ihr davon haltet. Und ganz, ganz wichtig, kommentiert unten,
abonniert uns, lasst uns ein Like da und vor allem, damit ihr keine Folge verpasst, ihr wisst das schon, macht die Glocke an. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei der Folge 57 von Frequent Traveler TV Takeoff. Und morgen wieder eine neue Folge und stay tuned, Mario kommt wieder. Ja, ganz genau, Mario hat versprochen, dass er morgen zur Sendung kommt. Machen wir das Lufthansa Group Update und ich freue mich besonders drauf, weil wir viele Themen haben, die wir besprechen können, müssen und vor allem auch, wo wir gucken müssen, was es gibt. Und wir nehmen morgen noch eine Folge auf mit den Miles & More Meilen Highlights. Die werden wir natürlich pünktlich am 1. März für euch auf YouTube bereitstellen. Deshalb vergesst nicht die Glocke an. Wir werden diese Folge wahrscheinlich in der Nacht schon online stellen. Oder vielleicht früh morgens. Ich weiß es noch nicht ganz genau, weil da gibt es eine Überraschung. Mehr darf ich euch nicht sagen. Also, bis dann. Ciao, danke, dass ihr heute dabei wart.